Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Runaway, ein Road-Adventure mit Maxumo. So, das ist mein erstes Let's Play, so dass es nicht unbedingt perfekt wird gleich von Anfang an, aber naja, ihr könnt ja ruhig mal Kritik üben. So, was gibt's zum Adventure zu sagen? Also Runaway ist von 2002, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist, naja, sagen wir mal, ein bisschen gewöhnungsbedürftig von Stil her, also es wird nicht unbedingt jedem zusagen, ist aber meiner Meinung nach recht lustig und doch nett. Ja, und es gibt inzwischen drei Teile von der Runaway-Serie und also kann man ja dann mal sehen, wie weit das dann geht. So, ich habe diesen einen Teil jetzt hier, diesen Runaway 1 habe ich jetzt vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren schon mal gespielt gehabt. Wollte das jetzt nochmal spielen und da ist jetzt das Problem, dass ich jetzt nicht mehr alles genau weiß, also und ich auch keine Komplettlösung oder so zu Rate ziehen werde. Das heißt, es wird nicht unbedingt gut laufen immer. Es kann sein, dass ich oftmals hänge oder wie wild irgendwo drauf kloppe, weil ich der Überzeugung bin, dass die Kombination richtig ist, auch wenn das Spiel eine andere Meinung ist, aber nun ja, wir werden sehen. Gut. Das war jetzt erstmal soweit zum Intro, soweit, was ich sagen wollte, was rede ich hier schon wieder? Okay, kommen wir jetzt zum Intro, darauf wollte ich hinaus. So, geschickte Überleitung im Übrigen. So, das Intro ist jetzt ein bisschen länger, deswegen wird der Teil 1 dann das Intro sozusagen in zwei Teile teilen. Wir haben jetzt erstmal den Vorspann und sobald Kapitel 1 dann ist, steigen wir mit dem zweiten Part von den Let's Play ein. Okay, und dann geht's jetzt los. Und ich lasse euch alleine. Hallo, mein Name ist Brian. Ich würde euch gerne erzählen, was mir vor ein paar Wochen passiert ist. Eine Frage am Rande. Ist es nicht erstaunlich, wie das Leben von einer Sekunde auf die andere völlig auf den Kopf gestellt werden kann? Ich kann es immer noch nicht so recht fassen. Keine Angst, jetzt kommt keine Lebensbeichte. Hier nur das Nötigste. Ich bin vor 24 Jahren als schrecklich braver Junge in New York zur Welt gekommen. Habe etwas später, wie man sich vorstellen kann, mein Physikstudium an der Columbia University mit Auszeichnung abgeschlossen. Gleich im Sommer bewarb ich mich an verschiedenen Hochschulen um einen Doktorandenplatz und bekam einen an der begehrtesten Uni des Landes, Berkeley. Professor Silver, der Leiter der angewandten Physik, bot mir an, meine Dissertation bei ihm zu schreiben. Mein größter Traum. Zum Greifen nah. Ich packte also meinen Koffer und klemmte mich in das Lenkrad. Auf nach Kalifornien, einmal von Küste zu Küste. Ich muss ziemlich blöde gegrinst haben. Das ist mir dann allerdings schnell vergangen. Wie hätte ich auch nur ahnen können, was ich in den folgenden Tagen noch abspielen würde? In welche Schwierigkeiten ich gerate? Was für seltsame Gestalten mir über den Weg laufen? Dass hunderte von Gefahren mich auf Schritt und Tritt verfolgen. Mir stand ein richtiges Abenteuer bevor. Und ich wusste nichts davon. Aber lasst uns jetzt lieber mit der Geschichte fortfahren. Also, wie ich bereits sagte, mein Auto und ich waren bereit für die Reise nach Kalifornien. Ich war nachts losgefahren, um vor Tagesanbruch möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Von meinen Eltern, meiner Schwester und meinem Hund hatte ich mich schon verabschiedet. Plötzlich fiel mir ein, dass in der Zentralbücherei von Manhattan noch ein vorbestelltes Buch für mich lag. Ich hatte lange darauf gewartet. Zum Glück hat die Bücherei durchgehend geöffnet. Ich beschloss, das Buch noch auf die Reise mitzunehmen. Ich würde es dann von Berkeley aus zurückschicken. Also fuhr ich auf direktem Wege nach Manhattan. Tja, und diese Entscheidung sollte mein Leben umkrempeln.
Gott! Bleib hier! Sie dürfen uns nicht sehen. Oh Mann, sie hat das Bewusstsein verloren. Ich bringe sie lieber ins Krankenhaus. Wir werden uns im Krankenhaus um sie kümmern. Vielleicht hat dieser Idiot die Arbeit für uns erledigt und sie ist schon tot. Schon möglich. Aber wir sollten uns davon überzeugen. Also es geschah Folgendes. Auf der Fahrt zur Bücherei lief mir ein bildhübsches Mädchen vor den Wagen. Ich bekam einen Riesenschreck. Sie tauchte so plötzlich auf, dass ich nicht mehr ausweichen konnte. Zum Glück war nichts Schlimmes passiert. In der Notaufnahme des Krankenhauses wurde sie gründlich untersucht. Sie war unverletzt, stand aber unter schwerem Schock. Nervöses Unfalltrauma, glaube ich. Man wollte sie für 24 Stunden zur Beobachtung dort behalten. Um sie ruhig zu stellen, gab man ihr Schlafmittel. Okay, an dieser Stelle machen wir dann erstmal Schluss. Und wir machen dann das nächste Mal da bei Kapitel 1 weiter. Also, bis.